Quatsch, nee. Wirklich? Das hätte ich nicht gedacht. Huch, da seid ihr ja wieder. Oder da sind wir ja wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Dachmobil. Wir sind dieses Wochenende vom 6. bis 8. Mai 2024 mal wieder in das Münsterland gefahren. Seit Ostern sind wir Münsterland infiziert und haben gedacht, das Münsterland hat einiges zu bieten. Wie unsere Fahrradtouren um Ostern rund um Fürstrup ja schon gezeigt haben, waren wir hellauf begeistert und haben jetzt gedacht, fahren wir mal nach Reken. Reken liegt 16 Kilometer von Coesfeld, 20 von Dorsten und Dülmen entfernt, am Rande des Naturschutzgebietes Hohe Mark, wo es ja die bekannten Wildpferde gibt. Und hier gibt es auch einen schönen, sehr ruhig gelegenen, idyllischen Wohnmobilstellplatz. Da stehen wir und sagen euch jetzt schon, schaut euch das Video dazu an. Wir haben natürlich, wie ihr es von uns kennt, ein separates Stellplatzvideo erstellt, wo wir euch den Platz detailliert wieder in unserer gewohnten Art und Weise vorstellen. Wir haben bestes Wetter, es ist Regen angesagt. Und nun gehen wir alle in das sonnige Wochenende. Kommt mit, lasst uns die Sonne genießen. Was denn? Das ist doch wieder ein Angriff auf die Mikrolosen. Was hast du davon? Nicht ärgern wollen und selber das Mikro vergessen. Du hast das Mikro in eine Schmutzwäsche getan mit dem Pulli von eben. Meinst du, hast du ein helles Stimmchen, wenn du das Mikro mal wächst? Guten Morgen, mein Schatz. Wie klingst du denn? Ich hab mein Mikro mit per Flausch gewaschen. Wie auf dem Weihnachtsmarkt, wo Stromausfall ist, auf dem Waldboden. Guck mal, er hat's gefunden. Dann haben wir da noch so eine Mikrogeschichte. Alfred und das verlorene Puschel. Wir sind durch halb Bayern gefahren mit der Nase auf dem Boden und haben den Windschutz auf dem Mikro gesucht. Wo, Lara? Ja, da unten in der Eck. Ja. Und dann habe ich dann ein Schwämmchen zurechtgeschnitten. Und in genau der Farbe, da damit er es findet. Betty in Spikesdike ihr Mikro hingeschmissen, damit ich das suchen das muss. Stimmt nicht. Ich habe mein Mikro auf den Tisch gelegt, weil die Tür aus der Hand geflogen ist und da oben das rausgerissen war. Ich habe das da hingelegt. Du hast aus Wut deine Zigaretten da drauf geschmissen, was dazu führte, dass mein Mikro vom Tisch gehüpft ist und wieder da hinten in der Ecke lag. Und wir eine Stunde in Sturm und Regen das Mikro draußen gesucht haben. Aber keiner auf die Idee. Ja, ich und du auch. Ich habe mich auf den Tisch gestellt und habe geguckt, wo ist das Mikro? Ja, so ist also das. Die Kamera ist auf einem Volta-Griff, nennt sich das Ding hier. Ich kann euch gleich mal zeigen, wie diese Kamera, die mir gerade in die Hand gedrückt wurde, zu einer Tatwaffe eines Ehedramas führen kann. Habt ihr ein Glück, dass ihr zwischendurch abschalten könnt? Ich kann das nicht, ne? Oder vorspulen. Ich liebe dich auch. Wie ihr merkt, sind wir recht gut ins Wochenende gestartet. Das Münsterland macht mit uns irgendwie so eine gewisse Veränderung. Plan für heute, wir haben gut gefrühstückt. Unsere Nachbarn fuhren schon um 6:45 weiter. Um 6 Uhr haben die das Wohnmobil umgeräumt. Seitdem sind wir wach. Voller Tatendrang. Wir haben jetzt 9:55 und wollen gleich aufs Rad. Und es ist früh. Ja, es ist früh. Nochmal haben wir da gerade sehr frühstückt. Ja, aber es ist schön. Es soll vielleicht später. Schön. Wettervorhersage für hier aktuell bedeckt Regen. Ich liebe Regen.
Und wir wollen gleich mit dem Rad mal rüber ins Örtchen fahren. Wir sind ja hier bei Großreken. Und da gibt es wunderbare Radwegenetze. Netze? Ja. Die Fünf-Herzen-Radtour. Und die wollen wir gleich den äußeren Ring fahren und gucken, was hier die ganzen Ortsteile so Schönes zu bieten haben. Auf jeden Fall sehr schöne ländliche Idylle. Fünfmal Herzinfarkt. Und überall schöne Tierchen. Da vorne ist eine Ziege, die kommt nicht aus dem Stall. Ja, da habe ich schon fünfmal vorgestellt. Wenn du da vorstellen würdest, käme ich ja nicht raus. Jetzt. Cut. Guck mal, magisch, ein Schuhhaus, ein Schuhgeschäft. Es hat mich magisch gezogen. Eigentlich wollte ich zu der Mühle, so ein Zufall. Er hat die jetzt wieder was entdeckt. Die Grünen sind ja hart. Nett. Zu, aber es war klar. Schnitzelise, du bist da! Machst ein Foto. Hurra. Okay. Wir müssen heute Abend noch mal hier hin. Die Mühlräder haben rundherum Lämpchen. Was haben die Lämpchen? Die sind komplett mit. Guck mal, da sind überall Glühbirnchen drum. Das ist eine Leuchtmühle. Ja. Irgendwie finde ich den Eingang nicht. Das war wohl doch da vorne, ne? Guck mal, da steht Hab dich lieb. Das ist der Hab dich lieb Knuffel. Guck. Das ist ja, das ist aber noch ganz jung, ne? Ja, du. Warte. Oh. Oh. Wie alt bist du denn? Warte. Gell? Hm? Gell? Okay. Oi. Aber so warm wie hinten war, so frisch ist es jetzt hier im Wald. So schattig. Ja.
Das nennen wir mal wieder fahrradfreundlich, ne? Bestens versorgt. Auch für Kinderwagen und Rollstühle natürlich geeignet. Überdachte Schutzhütte inklusive Aschenbecher. Und tippitoppi sauber. Hier liegt noch nicht mal eine Kippe rum. Also ich bin hellauf begeistert. Bei all unseren Touren haben wir ja auch so viele illegale Müllentsorgungen schon gesehen am Wegesrand. Wir haben hier noch nicht mal ein Tempo am Weg gefunden, sind jetzt 15 Kilometer gefahren und Bombe. Echt genial. Münsterland, noch besser zum Fahrradfahren als Niederlande, würde ich fast behaupten. Mindestens vergleichbar. Absolut vergleichbar und super. Ja, jetzt fahren wir weiter. Lecker. Wenn ihr die Fünf-Herzen-Tour auf dem schwarzen äußeren Abschnitt fahrt, kommt ihr zum Hof Keil. Hier gibt es Leckeres vom Rind. Alfred isst da schon genüsslich seine Frikadelle. Ich habe was für zu Hause mitgenommen. Es gibt hier auch selbstgemachtes Eis und je nach Saison Gemüse. Der Hofladen ist samstags bis 14 Uhr geöffnet. In der Woche haben wir hier die regulären Öffnungszeiten. Also super nett gemacht für eine Pause. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn aber da, wo die Fahrradschilder stehen, gleichzeitig auch die entsprechenden Themenschilder stehen. Ja. Fahren morgen Knotenpunkte, wobei die hier im Gegensatz zu Holland natürlich wieder weit auseinandergerissen sind. Und dann fährst du nämlich automatisch den Fahrradschildern nach, ja, und kommst dann von der Route ab. Die Themenrouten haben uns bis jetzt immer noch irgendwo gelingt. Weißt du noch, in Kitzingen? Ja, sind wir zu blöd für. Ja. Irgendwo musst du abbiegen, da ist das Schildchen weg. Und dann findest du es nicht mehr. Aber ist egal. Fahren wir morgen dahin, wo wir jetzt nicht hingekommen sind. Ja, Telefonzelle. Oh. Ein Relikt. Tja, hier wird heute nichts. Im Ortsteil Reken, Bahnhof Reken, habt ihr die bekannte Marke von dem Captain mit den Fischstäbchen. Leider ist der Werksverkauf samstags geschlossen. Er öffnet erst wieder Dienstag, Dienstagmorgen 10 Uhr. Aber solltet ihr unterwegs sein und hier vorbeifahren innerhalb der Woche, würde ich neugierige Nase reingucken. Ich war bei Nestle und da kann ich euch sagen, das lohnt sich nicht. Hier weiß ich es nicht, aber gucken kostet ja nichts. Richtig. Außer wenn man zu Haribo gehen, dann wird es teuer. Ist die Weber Grillwerkstatt. Ich wollte Kuchen. Irgendwie sind wir heute sehr Alfred-lastig. Frikadellen. Ja, ganze Kurse buchen. Grillen. Und grillen. Und nochmal grillen. Keine Schuhe, keine viel grillen. Keine Blümchen. Nix. Das ist nicht Betty-lastig. Habe ich grillen schon gesagt? Alfred kann nur chillen, kann er abends grillen oder so. Ja. Ein Regen. Richtung Tierparkfahrt. Es gibt hier, also solltet ihr mit Kindern unterwegs sein, bei Kleinreken zwei Tierparks, die gerade für Kinder super schön sind, so wie wir von außen sehen konnten und mega besucht wurden.
Wenn ihr von da aus nach Großregen mit dem Rad zurückfahrt, fahrt ihr mitten durch einen riesengroßen, richtig schön angelegten Golfplatz. Der schmiegt sich hier so in das Gelände ein. Wenn der Rasen nicht gemäht wäre, würde es gar nicht auffallen. Lustig ist, dass sie da hinten teilweise mit gelben Bällen spielen. Hat bestimmt eine Bedeutung. Schreibt es mir mal in den Kommentaren. Waren, glaube ich, die Anfänger, damit man die Bälle besser findet. Keine Ahnung. Geradeaus. Und ja, allzu viel Spektakuläres können wir euch diesmal nicht zeigen. Aber es ist ja auch erst Samstag, früher Nachmittag. Wer weiß, was noch passiert. Auf jeden Fall ist das, bis auf abgesehen von dieser Waldstrecke hier, ein richtig gutes Fahrradland. Infrastruktur in Regen. Aldi, Penny, Bäcker, Metzger, Apotheke, ein paar kleinere Läden sind alles da. Gute Infrastruktur. Ein oder andere Lokal gibt es auch. Da geht der Golfplatz immer noch weiter. Der ist echt riesig. Und ist aber was für Erholungssuchende. Was toll ist, ist der, wie nennt sich das? Sportpark. Als wir gerade ankamen, meinte Alfred, er ist platt. Ich habe heute Morgen gesagt, das sind höchstens 30 Kilometer. Die hat gelogen. Mann, 50. Ja. Aber du kannst ja echt mega gut Fahrrad fahren. Und es gibt nichts Spektakuläres. Es gibt nur wunderbare Natur, tolle Höfe. Viele Tiere. Kannst natürlich auch nicht, wie wir jetzt im Radius drumherum fahren, könntest auch bis nach Dülmen oder Coesfeld fahren, wenn du ein bisschen Stadt und irgendwo ein paar Schlösschen haben möchtest. Aber ich habe heute einen auf Tierchen gemacht, inklusive der Kängurus. Wir haben ja auch noch ein anderes Thema. Wir haben Kurzurlaub nächste Woche, ich habe Brückentag. Dann haben wir das lange Pfingstwochenende und die Woche drauf geht es dann 2 Wochen in Urlaub. Geplant ist bis jetzt 0. Für den Urlaub soll es Frankreich sein, Großbritannien. Wie macht ihr das? Fahrt ihr einfach drauf los? Und wenn das Wetter schlecht ist, fahrt ihr nicht darauf los, wo ihr gedacht habt, wo ihr hinfahrt, sondern dreht einfach alles in die andere Richtung. Also ich habe mir echt abgewöhnt zu planen und entscheide das wirklich, wenn wir unterwegs sind. Es gibt eine grobe Richtung. Eigentlich ist es nur, wir fahren in dieses Land oder an das Land oder die Küste und dann entscheidet jeder Morgen, wie es weitergeht. Macht ihr das auch so oder handhabt ihr das anders? Lass es mir mal in den Kommentaren da. Auch wenn du einmal dabei bist zu schreiben, solltest du es noch nicht gemacht haben, kannst uns gerne noch abonnieren und liken. Das freut uns immer. Und wir sind weiter jede Woche vor euch unterwegs und nehmen wieder die Stellplätze unter die Lupe. Alles klar, genug geredet. Jetzt wird Auszeit gemacht. Alfred hat wieder für 2 Tage gegrillt. Nein, das ist nur für einen Tag. Der andere liegt noch da drauf. Also, wenn ihr denkt, ne, die Plauzen kommen von den vielen Grillen. Nee, wir grillen für meinen Sohn immer mit. Und der freut sich immer, wenn wir sonntags zurückkommen, ist das Erste. Seid ihr wieder da, da gegrillt? So, von da. Soll ich euch mal zeigen, was ich esse? Ja, dann zeig doch mal, was ich habe. Da ist noch viel weniger drauf. Ja, mehr kriege ich nicht. Da wir ja selten essen gehen, aber diese Wohlstandsformation von nichts ja auch nicht kommt, wisst ihr jetzt woher. Jetzt tu nicht so, als wenn wir noch gestern Nachmittag hätten. Wenn ihr die Bilder seht mit den letzten von gestern, könnte man meinen, ja, wir haben einen schönen Nachmittag. Ja, jetzt. Ja, ich habe sogar das gleiche Sweatshirt-Jacke an. Wir haben gestern Abend noch gegrillt, haben dazu ein kleines Technikvideo noch fertig gemacht, wo wir da bei dem Grillen euch noch was zeigen wollen. Ja, und danach haben wir uns beeilt, weil es hat den ganzen Abend und die halbe Nacht geschüttet. Heute Morgen war der Platz auch ein bisschen gewässert.
ist aber jetzt schon wieder dabei abzutrocknen. Es tröpfelt immer wieder. Wir haben schon 11.30 Uhr. Hatten eigentlich vor, heute Richtung Dorsten noch mit dem Fahrrad zu fahren. Dort gibt es einen Tiermarkt. Das ist immer am ersten Sonntag nach dem 1. Mai. Klang interessant, mit dem Fahrrad 33 Minuten. Gucken wir mal. Was soll man sagen? Fahrradfahren und Regen ist einfach unser Fluch oder Segen. Ne? Wir machen noch jetzt erstmal das Stellplatzvideo, weil euch bestimmt ja interessiert, wie das hier mit dem Platz und so weiter ist. Und von daher, denkt dran, schaut in die Playlist. Das Video ist unter Stellplätze oder auch in der Rubrik Playlist Münsterland. So, und jetzt genug gesabbelt. Drehen wir mal schnell das Stellplatzvideo, damit wir gleich nochmal vielleicht aufs Rad kommen. Bis gleich, macht's gut. Schmeckt? Ja? Guck mal, die haben das gleiche Fell wie ich. Wir haben das gleiche Fell. Ja, dass du ein Schaf bist, habe ich schon immer gedacht. Die sind so süß. Die kleinen Schwarzen. Das ist ein Böckchen, der kriegt schon erste Hörnchen. Ja. Also Münsterland ist für mich ein Eldorado an Tiere. Es ist so schön. Und deshalb ist der Plan heute, bevor wir gleich nach Hause fahren, Stellplatzvideo ist mit vielen Hindernissen jetzt im Kasten. Wir fahren nach Lembeck, da soll nämlich heute Tiermarkt sein. Mal gucken, ob wir den Weg finden oder der Regen uns. Geben wir mal Gummi, ne? Padam, ba, 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 ba. Fällt mir da wieder ein. Wir haben bald Silberhochzeit. Guck mal, die hatte ein Krönchen auf. Ich habe keins gekriegt. Ich habe kein Krönchen gehabt. Frisch verheiratet. Hier lässt sich leben. Ja, hier ist schön. Hier beginnt der Naturpark Hohe Mark. Da gibt es Wildpferde, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Hätten wir heute Morgen weniger Regen gehabt, hätten wir da die Runde drehen können. Aber jetzt wird es sonst so knapp. Ziel erreicht. Wir sind jetzt im Lembeck und gucken mal, was es hier außer dem Tiermarkt noch alles zu kaufen gibt. Ich bin ja schon wieder happy. Hallo Jacqueline, das grüßt ganz lieb, schon eingepackt. Das geht auf YouTube, ne? Auf YouTube? Ja. Ja. So Leute, ich bin Freddy Nummer 1, ich bin Freddy Nummer 2, ne? Auf jeden Fall. Und wo steht ihr, wenn ihr nicht hier seid? Auf dem Markt? Wo seid ihr normal? Immer so hin? Auf den Jahrmärkten. Immer auf den Jahrmärkten. In Dorsten, in Lembeck, in Rasfeld, in Borg und so weiter. Auf jeden Fall. Ich bin für Sie da. Ich sehe von hier auch alles. Ich sehe zwar jetzt nicht die Vögelchen im Käfig, aber ich hatte mir das irgendwie mit mehr Schafe und Ziegen und Kühe und so vorgestellt und nicht nur ein großes Pony reiten. Ich hatte ja auch vorher ein bisschen gegoogelt. Daher war die Erwartung eine andere. Ja.
Petty wollte unbedingt noch die Wildpferde sehen, aber wäre doch ein bisschen weit geworden. Und jetzt fahren wir hier durch den Wanderweg. Wenn er so bleibt, ist es ja gut. Aber so wie ich meine Frau kenne, wird er gleich schlimmer. Was sagst du dazu? Bitte? Was? Dass wir hier nochmal in die Gegend fahren müssen, weil wir das Schloss nicht mehr angucken konnten, weil wir nicht zu den Pferdchen fahren konnten. Das habe ich doch schon gesagt. Wir müssen nochmal vielleicht nach Haltern am See oder so fahren und dann nochmal eine Runde drehen. Es gibt hier so viele Fahrradstrecken. Oder ich muss eine Woche nicht arbeiten gehen oder zwei. Wir arbeiten dran. So sieht das aus, wenn ich koche. Hast du jetzt einen Klang, Charlie, gehört? Ja, ich hatte zu viel Alpaka-Yoga gesehen gestern. Ja, das wird es sein. Was machst du da unten? Abschied nehmen vom Wochenende. Ja, ciao, ciao. Bevor ich gleich noch putzen muss. Ja, da sind wir schon wieder am Ende unseres Wochenendes. Fazit zu dieser Tour nach Reken, Münsterland, Fahrradfahren, Wandern. Wir können euch die Umgebung hier nur empfehlen. Es war ein mega entspanntes Wochenende. Vogelgezwitscher pur. Schöne Landschaft, viel Natur, viele Tiere. Wir fahren entspannt in die kurze Woche, weil Mittwoch geht es schon wieder weiter. An der Stelle wieder danke fürs Zuschauen. Bleibt dran, es geht weiter. Mittwoch, wir wissen nur noch nicht wohin. Höchstwahrscheinlich wieder mal in den Norden. Ob Niederlande oder Ostfriesland, wir wissen es nicht. Und wenn das Wetter wieder mitspielt, dass es regnet, dann fahren wir nämlich auch in den Süden. Also von daher, bleibt dran, ich werde berichten. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.